Da ist aber einer mächtig sauer. Hells Angels Boss Lutz Scheelhorn kann den Begriff Rocker im Osmanenprozess nicht mehr hören. Aber warum? Was unterscheidet denn beide Clubs? Ist der Feuerteufel nun geschnappt? Nach dem Brand in einer Gärtnerei im Rems-Murr-Kreis hat die Polizei einen Tatverdächtigen im Visier. Und bunt, schrill und ausgelassen, so feiern die Darts-Fans im Sindelfinger Glaspalast. Und warum das immer im Kostüm sein muss, das erklären Sie auch noch in der Sendung. Damit herzlich willkommen zum Journal hier bei Regio TV. Vor knapp einem Monat hat der Prozess gegen Mitglieder des Germanen Osmania Boxclubs in Stuttgart begonnen. Zum Teil mit erschreckenden Anschuldigungen. Von brutaler Folter bis hin zum Tötungsversuch ist die Rede. Und oft wird der Prozess in den Medien auch als Rockerprozess bezeichnet. Aber genau das geht dem Boss der Stuttgarter Hells Angels ganz schön auf den Geist. Die sind nicht Rocker ähnlich, die haben mit Rockern gar nichts zu tun. Die wissen nicht, wie man Motorrad schreibt, die wissen auch nicht, wie ein Motorradführerschein aussieht. Die haben eine ganz andere Ideologie. Lutz Scheelhorn ist sauer. Der Präsident der Hells Angels Stuttgart hat es satt. Von den Medien und vor allem den Behörden in einen Topf mit Straßengangs und nationalistisch gesinnten Gruppen geworfen zu werden. Ich vergleiche auch nicht die Heilsarmee und die Bundeswehr und die Polizei miteinander, weil die alle uniformiert sind. Deswegen sind sie lange nicht alle Heilsarmee ähnlich. Ne? Aber will uns der Stuttgarter Präsident eines weltweit vertretenen und teilweise berüchtigten Motorradclubs wirklich glaubhaft machen, dass die Hells Angels oder vielmehr sein Stuttgarter Charter ungefährlich ist? Wir haken bei der Polizei nach. Die bestätigt uns, das Stuttgarter Charter ist völlig unauffällig. Die Stuttgarter Hells Angels seien bundesweit nicht mit anderen Chartern vergleichbar. Es gibt mit Sicherheit Kriminelle bei den Rockern oder in den Rockernclubs. Die gibt es wie überall anders auch. Die gibt es auch in Parteien, die gibt es auch in Fußballvereinen, die gibt es auch in der Führung von Fußballvereinen. Die Rocker generell als kriminell hinzustellen, das ist natürlich ein Unding. Ne? Sippenhaft ist das Stichwort, das Scheelhorn übel aufstoßen lässt. Er wirft den Behörden vor, seine Subkultur in Verruf zu bringen, indem sie gezielt mit Taten andersgesinnter Gruppen in Verbindung gebracht wird. Und das hat Auswirkungen auf das Clubleben. Das hat vor 37 Jahren noch anders ausgesehen, als Scheelhorn als 22-Jähriger das Stuttgarter Charter gründete. Damals war die Ideologie für mich, frei zu sein, frei zu leben. Spaß zu haben mit Kumpels zusammen, Motorrad zu fahren. Und da kam der Club dafür in Frage. Also lauter gute Kumpels, wo dick miteinander ihr Leben verbringen. Im Augenblick ist es alles andere als schön. Also ich würde es mal als sehr unfreies Leben in der Zwischenzeit bezeichnen, weil wir ja unheimlich stark unter Beobachtung stehen und mit sehr viel behördlichen Willküren darunter zu leiden zu haben. Um den Club wieder ins richtige Licht zu rücken, geht Scheelhorn jetzt an die Öffentlichkeit. Er will aufräumen mit dem Mythos einer im Geheimen agierenden Rockergang. Denn das ist der Club seiner Meinung nach nicht. Ich bin der Meinung, ich muss in der Zwischenzeit eben Journalisten oder Kriminologen jetzt verstärkt, die Wissenschaft verstärkt, beschäftigt sich verstärkt jetzt mit diesem Phänomen Rocker. Den muss ich sehr transparent begegnen. Ich muss ihnen das auch belegen können, was ich behaupte. Das heißt, ich kann auch mal oder ich muss auch mal Zahlen offenbaren, na, oder denen Einblicke geben, die sie eben bei den Behörden nicht kriegen. Und somit ist es dann auch nicht widerlegbar, was die Behörden behaupten. Und ich glaube, das ist ein neuer Weg, den man jetzt eingehen muss. Weil sonst haben wir, naja, wir werden entrechtet. Trotz behördlicher Beobachtung und drohender Entrechtung, von der Scheelhorn spricht, Pläne für die Zukunft seines Clubs hat er trotzdem. Ich habe Visionen für die ganze Szene, also nicht nur für unseren Club, sondern für die ganze Szene, dass wir uns eben besinnen auf unsere Ideologie und auch wieder einen Schritt zurückgehen, da wo die Clubs auch hingehören. Und ein bisschen mehr wieder das Leben und die Partys lebt wie früher. Wie viele Nächte haben wir an Lagerfeuern verbracht, in irgendwelchen Baggerseen. Und da gab es auch hin und mal wieder eine Auseinandersetzung. Das ist ja ganz klar, die gibt es auf jedem Volksfest, in jedem Bierzelt auch. Ne?
Aber das gemeinsame Motorradfahren und die gemeinsame Zeit verbringen und Spaß haben, stand halt im Vordergrund und da soll es auch wieder hin. Ne? Ja, wenn es friedlich bleibt, nichts dagegen. Nach dem Brand in einer Gärtnerei in Remshalden-Geradstetten im Rems-Murr-Kreis hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen ermittelt. Mitte März sind dort mehrere Gewächshäuser komplett zerstört worden. Nun wurde die Wohnung eines Tatverdächtigen durchsucht. Festgenommen wurde der polizeibekannte Mann aber nicht. Noch ist da auch weiterhin unklar, ob es sich bei dem Feuer um eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung handelt. Und damit zu weiteren Meldungen jetzt im Überblick. Das Sondereinsatzkommando der Polizei hat heute Nachmittag in einer ruhigen Wohngegend in Stuttgart-Riedenberg eine Wohnung gestürmt. Dort fanden sie einen 60-jährigen Mann tot auf. Sein 27-jähriger Sohn wurde widerstandslos festgenommen. Er steht im Verdacht, seinen Vater getötet zu haben. Laut Polizei gibt es Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung des Mannes, der selbst die Polizei alarmiert hatte. Das Morddezernat und die Staatsanwaltschaft Stuttgart haben nun die Ermittlungen aufgenommen. Ministerpräsident Kretschmann hat Athleten der diesjährigen Olympischen und Paralympischen Winterspiele geehrt. Dazu empfing er sie gestern im Stuttgarter Neuen Schloss. Geladen waren Athleten, die in Baden-Württemberg hauptsächlich trainieren, dort ihren Lebensmittelpunkt haben oder aus einer Nachwuchsförderung des Landes stammen. Die Sportler hätten Baden-Württemberg alle Ehre gemacht, so Kretschmann bei dem Treffen. Die Olympischen Winterspiele hatten im Februar in Südkorea stattgefunden. Eine internationale Goldmedaille haben wir zwar noch nicht gewonnen, aber über einen ersten Platz dürfen auch wir uns freuen, und zwar beim LFK Medienpreis. Unser Kulturmagazin Puls ist als bestes Format mit regionalem Bezug unter allen baden-württembergischen Fernsehsendern ausgezeichnet worden. Und da dürfen wir uns dann ausnahmsweise auch mal selbst auf die Schultern klopfen bei solch einer Lobeshymne von der Jury. Kann ich dir vorlesen? Professionell gemachtes regionales Format, gute Akteure, wie man sieht, vielfältige Anregungen, sympathische Moderatorin, tollen Kameramann, Professionalität, Punkt. Da gibt es wirklich nichts hinzuzufügen und natürlich ist das auch Ansporn für uns, genau diese Qualität zu halten. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Wormy Wonder hätte auch gut in den Sindelfinger Glaspalast gepasst, also aufgefallen wäre sie sicher nicht. Bunt, schrill und laut haben dort die Darts-Fans gefeiert. Dazu gleich mehr. Herzlich willkommen zurück. Jetzt mal ganz ehrlich, würden Sie bei dem Wetter freiwillig in ein flauschiges Ganzkörperkostüm steigen? Wohl eher nicht, oder? Naja, in Sindelfingen haben wir da schon ein paar Verrückte gefunden, die das freiwillig machen und das auch nur, um ein paar Männern beim Pfeilewerfen zuzuschauen. Kaum zu glauben, aber genau das macht Darts ja aus, diese Mischung aus Sport, Karneval und Volksfest. Beim Darts gibt es viele Stars. Zuerst natürlich die Spieler wie Martin Schindler, die ihre Fans zum Ausrasten bringen. Aber auch die Walk-On-Girls zählen dazu. Die begleiten die Spieler unter großem Jubel auf die Bühne. Vor allem aber sie hier, die Fans, die es so in keiner anderen Sportart gibt. Jeder ist verkleidet und wer noch kein Kostüm hat, kauft schnell noch eins ein. Diese positive Verrücktheit hat einen einfachen Grund. Weil Darts einfach geil ist. Nein, das liegt an vielen Faktoren. Alleine, ich glaube, wofür Dart ganz gut ist, was man jetzt zum Beispiel beim Fußball oder so nicht hat, Darts hat alle paar Minuten immer eine Entscheidung. Jeder Leck gewinnen und alles drum und dran zählt. Und dazu kommt dann noch die Kulisse, die die Zuschauer an sich haben, mit Feiern, dass sie auch etwas trinken können, mit ihrem Kumpel zusammen Spaß haben können, laut Fangesänge anstimmen können. Das, wenn auch alle noch zusammen an einem Tisch sitzen, ja, also spielen wirklich viele Faktoren eine Rolle und ich denke mal, so, das sind die wichtigsten Faktoren. Beim Darts startet jeder Spieler bei 501 Punkten und muss so schnell wie möglich auf Null kommen. Wobei die letzte Zahl über ein Doppelfeld ausgecheckt werden muss. Martin Schindler ist einer der besten deutschen Werfer. Auch in Sindelfingen hat der WM-Teilnehmer seine Fans. Schindler war in Saarbrücken, war da richtig stark. Bei der WM auf jeden Fall eine krasse Maschine. Also, aber den schätzt man schon aufs Halbfinale, schätzt man den. Und dann ist vorbei, aber es reicht. Halbfinale für Schindler reicht. Ja. Ins Halbfinale reicht es für Schindler beim European Darts Grand Prix nicht ganz.
Er scheitert denkbar knapp mit 5:6 in der zweiten Runde an Joe Cullen. Der guten Stimmung tut das aber keinen Abbruch. Um ehrlich zu sein, ich kenne relativ wenige. Ich bin jetzt nicht so dataffin, also ich schaue es zu Hause ab und zu mal. Aber wie gesagt, für mich steht das gemeinsame hier, das Beisammensein im Vordergrund heute. Weil es geil ist. Nee, das gehört einfach dazu zum Darts, dass man sich verkleidet und ein cooles Event, coole Leute, Spaß haben. Und Spaß hatten sie am Ende alle. Die Bananen, die Schlümpfe und alle anderen auch. Voll ins Schwarze, so trifft auch morgen noch einmal der Wetterpfeil. Für den sonnigen Sommertag gibt es von uns jedenfalls die volle Punktzahl. Aber dafür gehen wir jetzt an die Wetterkollegen ab. Wir sind morgen wieder ab 18 Uhr mit der nächsten aktuellen Ausgabe für Sie da. Bis dahin, tschüss, machen Sie es gut. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. So langsam aber sicher müssen wir uns von dem frühsommerlichen Wetter verabschieden. Ja, der Mittwoch wird schon ein bisschen wechselhafter. Zum Start in den Tag ist es aber meistens noch trocken und da gibt es auch noch mal richtig viel Sonnenschein. Aber dann brodelt es immer mehr. Es bilden sich immer dickere Quellwolken, vor allem über der Alp, dem Schwarzwald und auch Richtung Allgäu. Und da müssen wir dann später hier mit Schauern und Gewittern rechnen. In der Nordhälfte, da bleibt es aber noch mal den ganzen Tag über trocken mit sehr viel Sonnenschein. Die Temperaturen steigen auf 21 bis maximal 26 Grad. Im Großraum Stuttgart, da bleiben Schauer und Gewitter eher die Ausnahme. Nur Richtung Schwarzwald ist das Risiko erhöht. Sonst gibt es noch mal viel Sonnenschein bei Topwerten um 25 Grad. Richtig ungemütlich wird es dann am Feiertag. Aber das Wetter beruhigt sich recht schnell und es wird auch schnell wieder etwas wärmer. Aber schon am Samstag kommen die nächsten Schauer.